Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder. Und was kann man Schönes sagen? Quarantäne ist langweilig, Klopapier ist knapp, das Wetter soll schön werden. Ja, wir dürfen aber nicht raus oder sollen nicht raus, nur sporadisch. Auf dem Balkon sitzen wir, müssen wir, weil die Wohnung voll ist mit Klopapier. So stelle ich mir die Realität in Deutschland gerade vor. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer und der Hoffnungsschimmer ist hier. Zwei Doktors und ein Gönner. Ich begrüße einmal Dr. Iyad Awad und Hallo. Dr. Andreas Brune vom Präventzentrum und übergebe auch gleich das Wort an euch. Ihr wollt sicher schnell was zu den neuen Zahlen in Dortmund sagen, bevor wir uns um das Thema Homeoffice kümmern. Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Wie gestern schon im Westen nichts wesentlich Neues. Wir ersparen uns die gesamten Zahlen in Deutschland und der Welt. In Dortmund haben wir 333 Infizierte, das sind 29 mehr als zum Vortag. Genesene 137, auch das hat sich deutlich verbessert. Leider ist der erste Patient verstorben. Einzelheiten dazu haben wir bislang nicht. Wir warten auf Infos, vielleicht kommt da morgen was zu. Insofern, toi, toi, toi. Ja, nicht ganz so schön an. Und jetzt auch gleich meine Frage an Dr. Awad. Ich habe gerade Nisa gesehen, dass wir müssen uns keine Sorgen machen, oder? Nein, macht dir bitte keine Sorgen und auch die Gemeinde da draußen nicht, macht euch keine Sorgen. Es sah schlimmer aus, als es ist, alles klar. Ja, ja. Genau, keine Erkältungszeichen. Ich habe heute in der Zeitung, in Ruhrnachrichten habe ich gelesen, dass man in Dortmund bis zu einer Woche auf sein Testergebnis warten muss, wenn man denn einen Test gemacht hat. Das scheint, hoffentlich war es nur ein Einzelfall, also ich habe es auch gelesen, die Diagnostikstelle, die haben gestern 154 Abstriche durchgeführt. Das Gesundheitsamt verfolgt das alles nach und je mehr Zahlen wir haben, desto mehr Menschen müssen nachverfolgt werden, also 29 gegenüber zum Vortag plus die gesamten Kontaktpersonen. Ich stelle mir das vor, das ist eine richtige Mammutaufgabe. Eine Woche warten aufs Ergebnis ist natürlich problematisch für die Nachverfolgungskette. Sicher, es ist verunsichert auch und du weißt ja wirklich nicht, wie die Kette eingehalten wird. Wir hatten das Thema, haben wir ja schon einmal angesprochen und ich glaube, das zu optimieren sollte möglich sein und sollte auch, glaube ich, ganz dringlich sein. Ne? Naja, ja gut, die Menschen, die positiv getestet sind, gehen ohnehin in Quarantäne und teilen ja ihren Kontaktpersonen ebenfalls mit, dass sie zu Hause bleiben sollen, bis sie was vom Gesundheitsamt hören. Aber wenn du eine Woche wartest, bis du positiv bist, da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere schon mal schwach wird beim schönen Wetter. Ne? Ja, wichtig wäre ja auch, dass du, wenn du Symptome hast, dass du dann trotzdem auch vernünftig behandelt wirst. Das tut das Gesundheitsamt ja nicht. Also die Hausärzte sind dann natürlich auch gefordert. Stelle ich mir schon schwierig vor, wenn jemand Symptome hat und dem Hausarzt sagt, naja, ich bin getestet worden, ich weiß noch nicht, wie es aussieht, aber ich muss dich trotzdem sehen, weil ich habe Beschwerden. Ne? Gut, dann kommen wir auf das Thema Homeoffice. Alle reden über Homeoffice und bei der Gelegenheit möchte ich mal erwähnen, all die anderen, die draußen noch arbeiten, die werden ja dann vergessen. Müllmänner, Polizisten sind draußen, wir haben das Pflegepersonal, wir haben viele in den Supermärkten, die arbeiten, die ihren Job machen. Also Homeoffice ist das Thema, aber es gibt auch Leute, die nicht zu Hause arbeiten. Die seien an dieser Stelle auch mal gewürdigt, hervorgehoben und gelobt. Aber zum Thema Homeoffice, wenn du jetzt deine häusliche Isolation hast oder du hast deinen Heimarbeitsplatz. Wir haben hier eine Zuschrift. Liebe Doktors, lieber Gönner, damit ich beim Homeoffice den Fokus behalte, setze ich mir klare Zeitblöcke. Diese Zeitblöcke ermöglichen mir, produktiv zu sein und trotzdem auch ein paar kreative Pausen einzulegen. Immer wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, spätestens aber nach 90 Minuten, ziehe ich mich gedanklich kurz raus, mache das, was völlig neben der Spur passiert. Zum Beispiel Gymnastik, Tee trinken, private Telefonate. So bin ich gut organisiert und so klappt mein Homeoffice. Ja, vielen Dank, lieber. Wie schreibt er sich? Drehstuhlakrobat. Schöner Name. Ja, der ist mitten im Homeoffice und der ist dort angekommen und hat sich schon Gedanken gemacht, wie er damit umgehen soll. Das ist ja im besten Fall ein sensationeller Mitarbeiter. Glückwunsch der Firma, zu der er gehört. Genau das ist aber, was man beachten sollte. Nicht einfach so in den Tag hineinarbeiten, was ja theoretisch passieren kann, sondern sich selbst eine Struktur geben, sich diese 8 Stunden oder 7,5 oder was immer der jeweilige Arbeitgeber vorgibt, so zu strukturieren, dass man auch eine Pause einplant, ist auch wichtig, dass man weiß, jetzt stehe ich auf, jetzt sitze ich am Schreibtisch, jetzt bin ich praktisch in Anführungszeichen nicht zu Hause. Ich kann mit meinem
mit meiner Frau, meinen Kindern, wem auch immer. Jetzt gibt ja auch Singles, die zu Hause arbeiten. Ne? Dann ja, oder ist ein anderes Thema. Die können jetzt telefonieren, Kontakt aufnehmen zu ihren Freunden, zu ihren Eltern, wie auch immer. Und dann weitermache, das zu Ende mache und dann meinen Feierabend genieße, um nicht jetzt ins Chaos zu verfallen. Wie motivierst du dich am Arbeitsplatz selber? Naja, die Arbeitsunlust kann dich ja auch im Büro überfallen. Natürlich, aber da hast du Kollegen, da hast du die soziale Kontrolle durch, oder hast den Chef, der dir mal die Zündung einstellt, aber zu Hause hast du das ja nicht, ne? Nein, das kann man auch nicht lösen, das Problem. Wenn diese Unlust kommt, dann kann man zwar den Rechner anlassen und so tun, als arbeitet man, aber dann kann man das ja nicht. Also ich sag mal, ein Tipp von mir, mir passiert das ja auch, dass ich Arbeitsunlust bekomme. Ich mache Frischluft. Ne? Ich mache Fenster auf, gehe oder auf der Terrasse oder auf dem Balkon, dass das Gehirn durchgepustet wird. Das würde vielleicht bei dem einen oder anderen auch helfen. Ne? Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich arbeiten muss, dann würde ich nicht so schnell müde davon. Also das ist etwas, wo ich immer gegen ankämpfen muss. Wir haben noch eine Zuschrift hier. Aktuell hocke ich zu Hause und gekrümmt vor einem Laptop am Küchentisch. Meine Frage an die Doktors: Wird perspektivisch gesehen aus der Coronavirus-Krise langfristig eine Rückenkrise? Also wir haben gerade das Thema Psyche am Arbeitsplatz gehabt. Das werden wir sicherlich auch in der einen oder anderen Frage nochmal weiter vertiefen. Das bezieht sich jetzt auf den Arbeitsplatz an sich. Und ja, in der Tat, Worst Practice ist, sich mit einem Laptop aufs Sofa zu setzen und dort zu arbeiten, weil das führt auf jeden Fall zu Rücken-, Schulter-, Nackenbeschwerden oder Kopfschmerzen. Wir registrieren seit dieser Woche in der Praxis beide eine Zunahme von Stresssymptomen und auch von orthopädischen Beschwerden, die ich gerade beschrieben habe, weil Homeoffice 4.0 oder nennen wir es vielleicht 5.0 innerhalb von 14 Tagen aus dem Boden gestampft wurde und der Arbeitsplatz gar nicht dafür da ist. Ja, also viele Menschen haben keinen Bürostuhl, das ist zumindest das, was uns hier reflektiert wurde, keinen höhenverstellbaren Schreibtisch, sondern müssen sich mit dem, was sie da gerade zu Hause haben, zurechtfinden. Und es ist in der Tat so, dass möglichst gerade vorm Rechner gesessen werden sollte, eine vernünftige Tastatur benutzt werden sollte. Ein Laptop ist kein Arbeitsgerät für 8 Stunden. Idealerweise schließt man da mindestens eine externe Tastatur an. Da können wir jetzt ganz viel drüber sprechen, über diese Dinge. Das würde vermutlich diesen 15-minütigen Rahmen sprengen. Wir haben deswegen sowohl zu dem Thema Psyche, also innere Haltung zum Thema Homeoffice, als auch zum Thema Arbeitsplatzorganisation auf unserer Webseite FAQs und einen eigenen Artikel verfasst, den man sich da gerne nochmal nachgucken kann unter www.prevent.de, also Prevent. Wir klinken das ein unten. Da könnt ihr euch das nochmal nachlesen. Also entscheidend ist, versucht euch diesen Arbeitsplatz einzurichten, je nachdem, wie lange es dauert. Vielleicht kann man auch einen Bürostuhl aus dem Büro rüberschaffen. Okay. Eine grundsätzliche Regel: 60% sitzen, 30% stehen und 10% gehen und bewegen. Also so ein dynamisches Arbeiten, das macht sicherlich Sinn. Ja, das ist auch die nächste Frage. Arbeiten im Homeoffice, das schlägt nicht nur aufs Gemüt, weil Fluchtmöglichkeiten fehlen, es führt auch zu Rückenschmerzen, Verspannungen. Wie sitzt man eigentlich richtig und was ist vielleicht noch besser als sitzen? Da wolltest du vielleicht eine Formel zu sein. Ne? 60% sitzen geht ja nicht anders beim Büroarbeitsplatz. Manche sagen auch 50% und den Rest verteilen auf 30% stehen, wenn möglich. Im Stehen arbeiten, Stehpult. Das ich habe auch einen Stehpult. Du bist ja auch darauf vorbereitet, aber der normale Bürger, der jetzt ins Homeoffice verbannt wurde, der hat sich jetzt ja keinen Stehpult gebastelt, in der Regel zumindest. Wozu auch, es sei denn, er hat jetzt tatsächlich ein formelles Arbeitszimmer und dann auch nochmal zwischendurch tatsächlich Richtung Balkon gehen, Richtung Küche gehen, einfach tatsächlich ein paar Schritte im Rahmen seiner Möglichkeiten gehen, auch um die Unlust zu überwinden. Ja. Habt ihr gehört, weil liebe Arschbacken-Sportler, durch die Wohnung laufen, durch die Wohnung laufen, ja. Immer wieder was tun. Telefon. Bitte? Nicht mit dem eingeklemmten Telefon. Gar nicht. Da gibt es ja, guck mal, wir haben Telefon, ja alle diese Kopfhörer und das sollte eigentlich Grundausstattung sein. Ne? Das mit dem eingeklemmten Hörer braucht man nicht mehr.
Es gibt ja auch viele Meetings, die man dann macht. Ich glaube, da hat mir einer geschrieben, er ruft zwischendurch über Skype, FaceTime oder sowas, über sein iPad einen Kollegen an und er spiegelt sich dann praktisch am Arbeitsplatz, damit er, wie der Wellensittich, der dann auch immer in den Spiegel guckt oder der Kollegen braucht, dann fällt ihm das Arbeiten leichter. Also so viel zur Motivation dann noch. Ne? Ich habe noch eine Frage hier. Mit Kollegen wird per Video oder Telefon konferiert. Dabei kommt es mitunter zu absurden Szenen. Mitten in einer Telefonkonferenz ruft das Kind eines Kollegen aus dem Hintergrund: Papa, ich bin ins Klo gefahren. Ja gut. Videokonferenz ist oft besser als Kino. Also man kann es auch lustig gestalten, aber es passieren durch diese plötzliche Homeoffice-Situation eben auch unvorhergesehene Situationen. Du kannst auf einmal nicht konzentriert irgendwo arbeiten, wenn du Kinder noch mit im Haushalt hast. Ja, wir haben einen Kollegen, das ist so, ne? Genau. Und das beschreibt aber vor allem ein Thema, das mit dem Papa, ich bin ins Klo gefallen, ist ja nur ein Beispiel, sich die Arbeit von dem Privatleben abzugrenzen als Homeoffice, im Rahmen des Homeoffice. Das ist das große Problem. Und das führt übrigens auch, und da gibt es eine Umfrage zu, die letztes Jahr gemacht wurde, im Rahmen des Arbeitsfehlzeitenreportes der AOK, da gibt es ganz klare Zeichen, dass viele Menschen sich nicht gut genug abgrenzen können. Das hatte Iyad ja eingangs auch erwähnt, was die Arbeitsstruktur angeht, von dem Privatleben. Also Struktur schaffen, ein Ritual schaffen, die Tür zu machen und auch der Partner muss auch anerkennen, dass das jetzt irgendwie kein Netflix, kein anderthalb Stunden Netflix Kämpchen ist. Ja, aber wir reden ja jetzt über Ausnahmezeiten. Das ist Arbeit. Das ist kein Spaß, das ist Arbeit. Wir reden jetzt über Ausnahmezeiten. Du hast 80 Quadratmeter und die Familie läuft da rum oder vielleicht hast du 100 Quadratmeter und hast ein Arbeitszimmer, aber du hast diese Ausgangssperre in Anführungsstrichen, die Familie hockt zusammen, das erfordert ein hohes Maß an Akzeptanz. Das heißt, dann bring mal Müll runter, aber ich arbeite gerade. Ja, da kannst du gleich wieder reingehen. Du wirst ja unterbrochen in Gedankengängen auch. Ne? Die psychische Belastung beim Home-Arbeitsplatz steigt mitunter, wenn man bestimmte Regeln nicht einhält. Udo Lindenberg hat gesagt, er wohnt deswegen im Hotel, damit die Basics geklärt sind. Müll runterbringen, Betten machen, spülen. Und wenn das nicht geklärt ist und kein Respekt in der Arbeit ist. Mozart hätte manche Sonate nicht geschrieben, wenn er den Müll hätte runterbringen müssen. Ne? So als Beispiel. Wichtig, Strukturen zu schaffen. Ne? Ich habe hier einen, dem scheint sehr schlecht zu gehen. Homeoffice kann ich einfach nicht. Während meines Studiums bin ich immer zum Lernen und Arbeiten in die Bibliothek gegangen. Durfte ich als Kind meine Hausaufgaben nicht am Esstisch machen, habe ich sie oft gar nicht gemacht. Allein konzentriert arbeiten ist nicht mein Ding. Dass da keine anderen Menschen sind, die auch arbeiten, lenkt mich paradoxerweise ab. Zwischen mir und der Arbeit lauern zu viele Gefahren. Die Couch ruft, komm, setz dich, nur eine Folge Breaking Bad gucken. Oh, die Blumen, die könnt ihr auch mal wieder gießen. Und viel zu oft, ich mach mir mal ein Fläschchen Wein auf. Corona darf nicht zum Dauerzustand werden, sonst hat das noch ganz schlechte Folgen auf mich. Dann rafft mich statt Covid nämlich der Alkohol oder meine neuerliche Messi-Neigung hin. Also, tut mir richtig leid, der Zuschreiber hier. Ja, aber der drückt doch in Worten aus, was sicherlich nicht nur ihn bewegt, dieses Ablenken lassen. Und ich kenne auch vom Studium her noch früher ganz viele Leute, die nicht zu Hause lernen konnten, die lieber in die Bibliothek gegangen sind, um dort zu lernen, weil ein Arbeitsumfeld da war, wo alle anderen auch still waren. Aber sie waren da und haben alle gearbeitet. Und diese Arbeitsatmosphäre brauchen viele Menschen, damit sie produktiv sein können. Das ist schon richtig. Nicht jeder kann dieses Alleinearbeiten tatsächlich für sich gut finden oder so etablieren, dass er damit zurechtkommt. Deswegen sind wir ja auch soziale Wesen, hat auch damit was zu tun, dass viele dann doch lieber in Gemeinschaft arbeiten. Ja, und dann hast du noch diese Apple-Armband-Uhr da, die dir dann macht, du machst so wenig Schritte, die macht dich dann verrückt. Ja, die vibriert dann schön. Das macht die alles kirre, ja. Aber es gibt ja im Internet auch sicher ein paar Seiten, wo man ein paar Sportübungen sehen kann, die man bequem am Schreibtisch machen kann. Ne? Na klar. Also ich meine jetzt nicht E-Mail-Ping-Pong, ne? Dass man die E-Mail so lange weiterschickt, bis einer nicht mehr weiterschicken kann und sie bearbeiten muss. Ist ja auch beliebt, ne? Nein. Soziale Kontakte ist sehr, sehr wichtig. Ich brauche die sozialen Kontakte, schreibt noch jemand. Ich brauche aber auch den räumlichen Abstand zum Zuhause und das Gefühl, in meiner Wohnung nur Freizeit erleben zu dürfen, das nicht als Arbeitsfeld zu haben. Ne?
vernünftiger Schreibtisch fehlt mir, rückenfreundlicher Stuhl fehlt mir. Die Lichtverhältnisse im Deckenleuchte stimmen auch nicht. Ich werde schneller müde und mir fällt die Decke auf den Kopf. Außerdem also neige ich dazu, weniger Pausen zu machen und mittags nur nebenbei was zu essen. Ich finde, im Homeoffice zu arbeiten, ist eine der dürfsten Erfindungen, die es gibt. Ja, ganz so einfach. Aber das beschreibt genau das, was wir gesagt haben. Wir brauchen so eine organisationelle Struktur und auch eine innere Haltung zu dem Thema. Und das hat was mit Selbstdisziplin zu tun. Und ich glaube, das können wir lernen. Das kann jeder lernen. Und am Ende tust du dir auch einen Gefallen, wenn du das annimmst, diese Situation, und versuchst, das Beste daraus zu machen im Rahmen deiner Möglichkeiten. Richtig. Also, und es wird ja in vielerlei Bedingungen immer in Zukunft sowieso immer mehr dazu kommen, dass viele Leute ein Homeoffice, einen Heimarbeitsplatz bekommen oder ihn haben. Und da kann man sich dran probieren. Man muss es noch nicht aufgeben. Jetzt im Moment haben wir einfach eine Situation, die jetzt plötzlich kam, uns überrollt hat. Damit müssen wir lernen, umzugehen. Aber ich glaube, dass die Zukunft dahin geht. Ich habe auch in den Betrieben, in denen wir sind, immer wieder das Thema. Wir wissen gar nicht, wie viele Leute, wie viele Büros wir in Zukunft tatsächlich brauchen, weil doch viele Leute ins Homeoffice wollen. Braucht man überhaupt noch diese großen Gebäude? Ich glaube schon, denn mir fehlt ja der Meetingraum K, ne? K wie Kantine und sowas. Das fehlt ja da alles. Und du hast deine niedrige Energie-Momente, von denen wir gesprochen haben. Ich glaube, das geht auf Dauer. Guck mal, wir haben ja Homeoffice schon gehabt. Da hieß das früher Heimarbeit. Ne? Und das ist ja auch ohne Grund nicht wieder abgeschafft worden. Oder nicht ohne Grund. Und ich glaube, wir werden nach Corona alles neu diskutieren müssen, ob du zu Hause arbeitest. Du stellst ja auch fest, wenn wir zu Hause arbeiten, oder ich merke das ja oft, das Internet ruckelt mir zu sehr. Ne? Unsere Sendung hochzuladen dauert manchmal 3 Stunden. Das ist sonst in 2-3 Minuten gewesen. Also wir sind ja auch von der digitalen Aufstellung gar nicht so weit, wie wir eigentlich gedacht haben. Wir hinken ja überall hinterher. Also die Zeit nach Corona wird sicherlich, was das Thema Digitalisierung und Homeoffice, Heimarbeit angeht, ganz anders werden. Das hat auch Vorteile. Also ich sag mal, es muss auch nicht jeder mehr nach München vielleicht zu einer Besprechung fliegen. Richtig. Da gibt es ja sicherlich auch nochmal andere Ansätze in Zukunft, dass diejenigen, die sich gerade über Telcos und Skype-Konferenzen miteinander austauschen, am Ende sagen, oh, das ist gar nicht so schlecht gewesen. Wir verändern das Ganze mal, ne, zugunsten von solchen Thematiken und sparen uns Reisezeiten. Ja, dazu passt ja die Meldung, die heute durchging, dass die Wetterfrösche, die Wetterexperten, die Kachelmänner alle keine guten Prognosen machen können, weil am Himmel andere Verhältnisse sind, dadurch, dass weniger Flugzeuge fliegen. Ne? Vielleicht ist das ja, ich will jetzt nicht von Gretas Rache sprechen, aber wir wollten nicht zu lang werden heute. Ich bedanke mich für diese sehr interessante Sprechstunde heute zum Thema Homeoffice Rückenbeschwerden. Ich will noch mal darauf hinweisen, auf eurer Homepage gibt es sehr viel zum Runterladen, sehr viel zum Nachgucken. Wir tun was und hoffen, dass die Zustände sich bald ändern, dass wir alle wieder draußen rumlaufen dürfen und auch an unseren gewohnten Arbeitsplatz zurückkehren dürfen. Ich auf der Bühne, Homeoffice kenne ich ja schon seit 30 Jahren. Deswegen fände ich es gut, wenn Zuschauerfragen kämen, die wir vielleicht so im Laufe der nächsten Sendungen dann nochmal ansprechen können. Und das ist wirklich ein Thema, was uns beschäftigen wird und was wir auch ernst nehmen sollten, um das nochmal abschließend zu sagen. Egal ob Psyche oder Rücken oder Nacken, schreibt uns podcast@gynnar.de. Und da unten den Haken nicht vergessen, wo man gut finden, schlecht finden kann, uns weiterempfehlen. Wir wollen nach vorne, wir wollen, dass uns viele Leute erreichen können, und bedanken uns heute für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Iyad Awad, bei Andi Bohne, und wünsche euch einen schönen Feierabend. Wir sprechen uns morgen wieder. Bleibt gesund. Ja. Mahlzeit, guckt euch das mal an, Kollegen. Wir sind hier im Landeanflug in einer halben Stunde auf den Malediven, aber bei bestem Wetter, wenn ich mal hier so rausgucke, Wahnsinn, der letzten Flug, den wir gekriegt haben. Geil, oder? Ja, leider nur im Homeoffice, also wisst ihr Bescheid, macht euch nur eine Mischung, ihr Lieben. Also.